Woodburn hat ein Büro bei Seabirthed International Shipping nähe U-Bahn Riding Park. Oben auf dem Gebäude müsste ein Schild sein. Ich habe Woodburn mal beim Wrestling gesehen, hat seinem Gegner den Arm gebrochen und dem Ringrichter einen Kopfstoß verpasst. Wenn Woodburn wirklich was mit dem Modern Pope und dem Komplott gegen Kate zu tun hat, dann ist er bestimmt kein großer Redner, sondern ein Kämpfer. Hallo und willkommen zurück bei Dolphin. Ich bin Izzy und wir spielen Mirror's Edge. Und jetzt suchen wir einen gefährlichen Wrestler, der anscheinend was weiß. Butter. Sie rollt mich ab. Nein, Spiel ruckelt jetzt nicht wieder. So. Fail. So. Gleich am Anfang verkackt. Komm schon, Mädchen. Spring doch der Hoch. Warum springt sie nicht? Bitte, Fate. Wie? Ganz elegant. Jetzt rollt sie wieder. Logisch. Ich habe jetzt herausgefunden, dass man mit Q sich umdrehen kann. Und da kann man auch echt coole Sprünge mitmachen. Häng dich dran. Nein, tut sie nicht. Dann kann ich zum Beispiel sowas machen. Genau, sowas kann ich machen. Ja, wie mache ich das hier so lang rein, ne? So, jetzt sind's. Warum ruckelt es? Ich verstehe es nicht. Ich kann es nicht nachvollziehen. Jetzt hast du wieder aufgehört. Es ist einfach nur nervig. Und sie rollt sich wieder nicht ab. Nikotinfreie Zigaretten, wer raucht denn sowas? Also ich meine, deswegen raucht man die ja. Wegen dem Nikotin. Wir schleichen uns an der Kamera rein und singen ein süßes. Ich tue, was man mir sagt, das weißt du doch. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich hab's etwas vereinfacht. Und mir sitzen außer dir noch ein paar mehr Leute im Nacken. Naja, und die wollten, dass wir sie den Cops liefern, weißt du? Ja, ja, es sieht also nicht gut aus für dich und deine kleine Gang, klär das mit denen. In ein paar Tagen ist alles vorbei. Die Zeitungen von heute sind das Altpapier von morgen. Ach komm, die Rennerin hält sich nicht lange. Keiner von denen schafft das. Das wertvolle Projekt Icarus wird schon klargehen. Kein Problem. Jetzt dreh ich gleich durch. Also, wir treffen uns morgen an dem neuen Gebäude in der Reno Street. Um 4, okay? Spinne ich, der Bau ist noch nicht fertig. Sobald du oberhalb der Straße bist, ist alles schön ruhig. Wir sehen uns da. Und bring bloß keine deiner Freunde mit. Sind wir klar? Gut. Wie auch immer, ich brauch jetzt erstmal was zu futtern. Ein Körper wie dieser erhält sich nicht von alleine.
Roadburn hat also etwas gewusst. Ich frage mich, mit wem er sich trifft. Komm zurück, wir finden einen Weg, dich auch ohne Einladung da reinzubringen. Ich bring ihn um. Ich hab hier Cops, die auf dem Weg zu dir sind. Du musst irgendwo stillen Alarm ausgelöst haben. Raus da, sofort. Na toll. Habt ihr die Hände von dem Typen gesehen? Halt dich fest! Lauf, 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 lauf! Noch mehr Kopf! Rauch und Stachel hier! Vergiss nicht, dass du da Feind Nummer 1. Wo muss ich hin? Bin ich jetzt falsch rumgelaufen? Ja, diese Idioten. Ah, der ist ja noch gar nicht tot. Oh, da ist noch einer. Arschlöcher. Da muss ich rein. Nein! Hallo? Manchmal liegt man in diesem Spiel nicht durch. Also muss ich doch hier lang. Und es ruckelt wieder unabnormal eklig. Okay. Hey! Weil ich jetzt ruckelst, wenn ich abspringe. Bewegung. Wenigstens bin ich hier. Los! Warum? Ich spring gegen die Decke. Schon wieder! Komm schon, Mädchen. Ja, endlich. Ja, also muss ich doch hier lang. Hier so. Los, los, los! Angriff! Hä? Ah! Ihhh. Klick, klick. Jetzt hat die Musik aufgehört. Jetzt ist die Dramatik völlig zerstört. Wow. Die Spannung ist ruiniert worden. Ich bin schuld. Ah, jetzt ist sie wieder da, die schöne Musik. Wow. Halt dich fest, bitte, Mädchen. Nein. Lasst mich in Ruhe. Oh nein. Und dann ist es noch doppelt so anstrengend, weil... Weiß ruckelt. Nein, 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 nein. Okay, wir machen jetzt Zeitlupe. Hallo, warum hat es denn nicht rot angezeigt? Bitte, komm schon. Komm schon, nein. Warum ruckelt es? Ich kann es nicht verstehen. Ich bin gestorben. Nein, bin ich nicht. Seht ihr das? Das ist doch nicht normal. Okay. Ich muss jetzt irgendwas ändern. Irgendwas muss ich ändern. So. Jetzt muss ich nochmal von vorne spielen. Nee. Wenn es jetzt wieder so ruckelt, dann raste ich völlig aus. Und ich sehe es schon kommen. Jetzt habe ich die Waffe nicht mitgenommen. Nein, Mädchen. So geht man eigentlich lang. Oh, ich hatte eine kleine Abkürzung. Ja. Danke für die Mutmachung.
Nein, schon wieder falsche Richtung. Böses Easy. Böse. Matchen. Bewegung, Bewegung! Nein, bleib stehen. Weiter, du hast sie noch nicht abgeschüttelt. Bewegungslos. Ich bin vorbei. Oh nein, nein. Los, los, los. Los, 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 los. Ja, ja, spring. Oh, ich hab's geschafft. Oh, los. Ich hab keinen Bock nochmal dieses Level zu spielen. Schreien die schon wieder so im Hintergrund. Mach schneller. Hä? Ach so. Oh. Spalden. Shit, haben sie verloren. Shit. Wegen diesem Wort ist dieses Spiel ab 16. Ich gebe dir gleich weitere Infos. Die Cops schicken einen Helikopter. Natürlich tun sie das. Spring! Lauf, Lampe! Lauf! Schneller! Rutschen! Hui! Oh nein! Los! Spring! Oh nein! Ich weiß es nicht! Hier lang! Oh, da hinten! Spring da hoch! Los, schneller! Diese Kommentare sind sowas von genial. Ich weiß nicht, wo lang. Hier lang! Achtung, Kopf voraus. Sieht aus, als müssen zu kämpfen. Nein, ich hab keine Lust. Ich möchte nicht, vor allem wenn das Spiel so kacke ruckelt. Deswegen mache ich jetzt gleich Zeitlupe. Erschießen ihn nicht in Zeitlupe. Warum? Ich hab doch Rechtsklick gemacht. Du Mongo! Oh Mann. Und jetzt verfolgen sie mich plötzlich nicht mehr, natürlich. Laufen. Oh, ich sollte vielleicht einen Knopf drücken. Hallo? Was ist jetzt? Hallo? Hallo? Ich möchte raus. Oh, das ging aber lange. Und so ruhig. So unangenehm. Oh, jetzt geht's wieder ab. Hui! Yeah, sie hat sich sogar abgerollt. Weiter vorne findest du Deckung, hält dein Gerüst. Versuch die Kopf abzuschütteln. Okidoki. Beine gebrochen. Auf der Plaza sind jede Menge Cops. Du musst nach oben, um da wegzukommen.
meine Ahnung war richtig. Es macht langsam Spaß zu töten. Der Helikopter wurde zurückgepfiffen, aber nicht so lange, fürchte ich. Okay. Aua. Boah, ich hab keine Lust auf dich. Ich mach das jetzt immer in Zeitlupe. Ja, sieht auch einfach cooler aus. Ist hier noch ein Mongo? Ich hoffe, das war's. Rüber. Salah. Ich benutze keine Leiter, ich brauch's jetzt nicht. Hä? Ah, doch, ich brauch doch sowas. Oh, rüberlaufen. Und jetzt. Aua, ich hab mich vergessen abzuräumen. Hast du gerade gemacht, was ich glaube? Verdammt, ich habe mir den ganzen Kaffee über die Tastatur gekippt, Mann. Hey, kannst du Miller erreichen? Ich muss ihn nochmal treffen. Klar. Ich spring noch immer über Dächer. Was war daran jetzt besonders? Kapitel wird geladen. Ich glaube, ich beende hier den Part. Nein, noch nicht. Das gucken wir noch an. Das sieht komisch aus. Ich habe Ihre Nachricht erhalten. Ich habe mir mal Roadburn angesehen. Wieso? Er ist Travis Burfield, Pope Security Chef. Denken Sie, er war das mit Pope? Vielleicht. Auf jeden Fall hat er Kate reingelegt. Er wollte, dass ein Cop dafür bezahlt. Und er war nicht allein. Er erwähnte ein Projekt Icarus. Burfield ist gefährlich, Faith. Er ist keiner, mit dem Sie Ärger haben wollen. Er hat meine Schwester verarscht. Es tut mir leid, Faith. Was denn? Das hier. Ich will auch nicht, dass Kate dafür bezahlen muss. Aber leider gibt es Privatunternehmen, die in unseren Bezirken mitmischen. Zur Verstärkung der städtischen Sicherheit, heißt es. Sie sitzen uns im Nacken und warten nur auf einen Fehler. Der einzige Weg, das gut zu Ende zu bringen, für uns und für Kate, ist ihnen was zu geben. Mich? Ja. Mich interessiert nur Kate und ihr zuliebe, lasse ich sie gehen. Doch wenn sie nochmal eine Waffe auf mich richten, erledige ich sie. Und vermutlich würde ich der Stadt damit einen Gefallen tun. Da bewegt sich ein Vogel Richtung Roadburns Miete. Ist das Roadburns Park? Vielleicht. Für mich sah er wie von der CPF aus. Und wie viele Leute kriegen hier einen Vogel in die Finger? Nicht viele. Wenn du sie erwischen willst, leg besser los. Und bleib vom Boden weg. Zu viele Cops. So ein Blödmann. Okay, aber hier mache ich jetzt Cut. Ich hoffe, der Part hat euch einigermaßen gefallen. Wenn ihr wollt, dann schaltet doch bitte auch beim nächsten Mal ein. Tschüss!